Hi Freunde, willkommen zum nächsten Unboxing. Wir haben das nächste Unboxing von Pyroland. Wir haben zwei Pakete. Das hier ist das größte und dann haben wir nochmal eine kleine Nachbestellung. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem großen an. Nicht lange quatschen und dann machen wir es gleich mal auf. So, haben wir es schon offen. Als erstes haben wir hier wohl auf Verpackung und dann haben wir wieder ein paar Sticker. Einmal der Stickerbogen und normale schwarze. Wir haben einen Dankezettel, der ist diesmal von Alex. Danke Alex und wie immer Wunderkerze. So, dann holen wir erstmal die ganzen Müll raus hier. So. Und da könnt ihr auch schon sehen, was alles drin ist. So, wir haben hier einen Ersatzartikel. Schon wieder ein Ersatzartikel. Ich habe eigentlich die, jetzt muss ich überlegen, ich habe die Cobra, die Mini Cobra bestellt. Es kam aber nichts von Di Blasio Elio, deswegen wieder ein Ersatzartikel. Diesmal die Silver Piraten. Schade, aber was will man machen? So, dann haben wir von Sena die Knetterton XXL zweimal. Das sind ja diese Crackling-Fontänen, die so elendig lange crackeln, 2,5 Minuten glaube ich. Sind 4 Stück drin pro Paket, haben wir zweimal. Dann haben wir hier nochmal 2x Crackling Beam. Oh, musste ich einfach mitnehmen. Sind ja sehr schön die Teile. Besten Kubis bis jetzt. So, dann haben wir hier noch 2 einzelne Bombenrohre drin. Pech und Schwefel, einmal mit Salut und einmal mit also Salut Knallstern und Salut Orange, so rum. Also mit Krosetten. 2 Stück, wie gesagt. Dann haben wir hier einmal die Xena 3-Stepper oder 3-Stepper. Sind da diese Dreifachheulen-Fontänen mit anschließenden Crackling. Dann haben wir hier noch einen F1-Artikel, die Iconic Fountains. Die hatte ich ja bei meiner Nachbestellung bei der ersten schon mal drin. Halt kleine Vulkane. Sprühenden Silber habe ich schon geguckt und ausprobiert. Dann haben wir hier noch die Super 10 Stucks. Ja, einfach eine kleine billige Böller, einfach mal zum Testen, zum Abfilmen. Dann haben wir von Blackbox die Böller XXL. Ja, Verpackung ist schon ein bisschen lidiert. Dann haben wir hier schon mal die erste Batterie und zwar die Fallen Hero, ja, von Star Trade. Hier sind auch noch die anderen 3 Bombenrohre. Haben wir nochmal 3x den Checker Cracker. Wie gesagt, das ist ja mein Favorit von den 3 aus der Single Bells Reihe. So. Dann haben wir hier Argento Raketen und zwar die Shell Rockets in 38er Kaliber. Ja, musste ich halt einfach mitnehmen, weil Kugelkopfraketen. Da bin ich immer dafür. Dann haben wir hier noch die Super Boiler. Ja, wie gesagt, einfach mitgenommen zum Testen. Dann haben wir eine große Argento-Batterie und zwar haben wir hier die Tropica. Ah, Tropica. 30 mm, so wie es aussieht. 500 Gramm, ja. Also Max NEM, 30 mm Kaliber. So, dann haben wir hier noch 2 Batterien. Aber erstmal machen wir hier noch die Schein. Das ist eine Neuheit von Xplode, sind sehr schöne Röhlis. Musste ich einfach mitnehmen. So, und dann haben wir hier einmal Knisterblumen. Ja, also die sind ja wirklich richtig schwer und groß. Sind sehr schöne Batterien für 10 Euro. Kann man echt nichts gegen sagen. Und dann haben wir noch die Pollensturm davon. Ja, also das sind wirklich sehr schöne Batterien. Also kosten 10 Euro, haben zwar bloß 11 Schuss, aber die sind echt gut. Ja, an der Seite steht auch dran, laut und richtig. Ja, also von daher war es das mit dem ersten Paket. Und dann sehen wir uns gleich bei dem kleinen Paket. Das ist nochmal die 3. oder 4. Nachbestellung. Die packen wir gleich mal noch zusammen aus. Also bis gleich. So, da haben wir das kleine Stück. So, machen wir es auf. So, diesmal hat das Paket der Kai gepackt. Ja, also wie gesagt, das waren 2 unterschiedliche Bestellungen. Hier haben wir diesmal nur solche Sticker drin und Wunderkerzen.
So, packen wir die hin. Hier. Und dann haben wir sehr viel Verpackungsmaterial. So, dann fangen wir mal an. Pyroland hatte noch diese Gesichtsmasken, also Mund-Nase-Masken. Da steht halt Pyroland drauf. So, die werde ich, denke ich, mal behalten oder aufheben. Die werde ich, denke ich, mal verlosen. Am 24.12. mache ich noch ein kleines Gewinnspiel mit Merch-Artikeln und Gutscheine. Oder ein Gutschein, sagen wir es mal so. Und ja, dann gucken wir mal weiter hin hier. Wir haben hier auf jeden Fall einmal den Dreiklang nochmal in Checker-Cracker. Habe ich extra nochmal mitbestellt. Und ich habe die Bestellung eigentlich nur gemacht wegen Litze und Anzündband. Haben wir hier nochmal. Wir haben zweimal Tape-Match und einmal rote Litze. Müsste rote sein. Ja, also deswegen habe ich eigentlich nur nochmal nachbestellt. Zweimal Match-Tape und einmal rote Litze. Und dazu gekommen sind dann halt nochmal zweimal diese Rauchbälle. 40 Stück von Pyroland. Lasse ich jetzt mal eingepackt, weil die sind sehr dreckig. Ne? Das ist übrigens Klasse 1 Artikel, also diese Rauchbälle ist Klasse 1. Die lassen wir gleich mal so drin. Stellen wir mal hier hin. Das ist das andere. So, dann haben wir hier noch drin. Nicht mehr viel. Dreimal die Storm. Also wirklich schöne Bodenwirbel. Wer sie noch nicht kennt, bestellt sie euch ruhig mal oder nächstes Jahr nimmt sie mit, testet sie mal, sind wirklich sehr schön. Dreimal. Dann haben wir hier noch nochmal dreimal die Crackling Beam. Ja, von Pyroland halt. So, dann haben wir hier nochmal Bombenrohre. Muss ich selber mal gucken. Wir haben jeweils drei von dem Pech und Schwefel, also von allen verschiedenen Varianten. Einmal halt Crozet und, also Crozet Orange und Crozet Knallstern, also Künister. Sind wirklich schöne Bombenrohre, könnt ihr euch ruhig mitnehmen. Und vor allem für den Preis macht ihr da nichts falsch. So, dann hatte ich nochmal bestellt wegen dem wegen im Display mit den Moskitos. Ich frage mich gerade, ich habe 24 bestellt, aber warum ist der Karton offen? Sollten wir da vielleicht nachzählen? Ich weiß nicht. Nee, mache ich off-Kamera. Also 24 mal Moskitos einfach mal mitgenommen zum Aufheben, zum Genusszündeln. Ihr seht da auch, eine VE sind 24 Stück, deswegen sage ich, eigentlich hätten sie den Karton zulassen können. So, dann haben wir hier noch drei Bombenrohre drin. Auch wieder die Checker-Cracker. Wie gesagt, ist halt mein liebstes Bombenrohr. Und da dachte ich mir, ich nehme sie einfach nochmal mit, wenn ich nochmal bestelle. Und was noch wichtig war für Silvester, Zündlichter. Ich hole ja jedes Jahr Zündlichter für Nico, beziehungsweise fürs New Feuerwerk. Ja, das war's dann auch mit dem Paket. Ich danke euch fürs Zuschauen und habt noch trotzdem eine angenehme Vorfreudezeit. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Vielleicht kommt es auch erst nächstes Jahr. Ihr wisst, Corona, wer dabei war, ist nicht so toll. Aber das werden wir sehen. Entweder ich lade es dieses Jahr noch hoch, also 2020, oder halt nächstes Jahr 2021. Also, wenn ihr es gesehen habt, schöne Grüße. Macht's gut, bis zum nächsten Video.